Ja, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Also mein Name ist Marco Schreuder, ich habe jetzt die Freude und die Ehre, jetzt noch diesen letzten Teil zu moderieren. Es gab drei Arbeitsgruppen, aus denen wir jetzt erfahren, die heute Nachmittag getagt haben. Das war die Rechtsdurchsetzung, die Pauschalabgabe und ein Urhebervertragsrecht. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Workshop. Das ist die Rechtsdurchsetzung und darf Manfred Huber von IMEDIA bitten, uns zu berichten. Vielen Dank. Ja, danke schön. Darf mich gleich entschuldigen, bin gerade erst fertig geworden, sollte ich jetzt irgendwie etwas falsch verstanden haben. Ich habe versucht, jetzt Rechtsausdrücke zu vermeiden. Vielleicht kann mich anwesende Anwälte in der folgenden Diskussion dann vielleicht korrigieren. Bei uns ging es eben um die Rechtsdurchsetzung. Da haben wir eine schöne Einführung von Herrn Tschol bekommen über die Unterschiede zwischen Grundrecht und Menschenrecht. Ich habe jetzt gelernt, vielleicht möchten Sie das auch mitnehmen, dass Menschenrechte im Rahmen internationaler Abkommen gewährt werden und Grundrechte auf Staatenebene durch die Verfassung garantiert werden. Im Grunde geht es jetzt bei dieser Diskussion darum, Rechte wie Schutz der Privatsphäre, Ehrenschutz, Recht auf ein faires Verfahren und Grundrecht auf Datenschutz, wie sehr greift man in diese Rechte ein, um die Rechte der Urheber zu gewähren. Und ja, da gab es einen extremen Ansatz, der irgendwie gemeint hat, ja, das Internet soll für mehr Gerechtigkeit und mehr Teilhabe und weniger für Geld stehen und wenn Dinge wie die Vorratsdatenspeicherung, auf die wir dann noch kommen, gebraucht werden, um das Urheberrecht durchzusetzen, na, dann muss man das Urheberrecht generell überdenken. Andere sehen das natürlich nicht so, vielleicht mal zum Status quo, wie es aktuell ist. Aktuell ist die Verfolgung im Straf- und im Zivilrecht geregelt. Es gibt aktuell, und das ist das große Problem bei der Verfolgung, keine Möglichkeit, also de facto keine Möglichkeit, Urheberrechtsverletzungen im Internet zu verfolgen, weil das ein Privatanklagedelikt ist, also der Staatsanwalt kann überhaupt nicht tätig werden und die Urheber ärgste Probleme haben, diesen Urheberrechtsverletzer ausfindig zu machen. Eine Anwältin hat das schön geschildert, ein Klient kommt zu ihr, meint hier, ich habe mein Werk im Internet gefunden, was kann man tun? Und sie muss dann sagen, naja, Sie haben zwar recht, aber tun können wir de facto leider nichts, weil es gibt keinen Auskunftsanspruch. Ihr Vorschlag wäre, etwaige Auskunftsansprüche eventuell zu staffeln, das zum Beispiel, also nach Schweregrad zu staffeln bei Download für private Zwecke, dass eben da keine Auskunftspflicht besteht. Und bei gewerblicher Weiterverbreitung aber sehr wohl. Das war dann auch der Konsens in der Gruppe, dass man natürlich gewerbliche Anbieter, also gewerbliche Urheberrechtsverletzer so verfolgen soll, private aber eher weniger. Das konkrete Problem ist jetzt, wie mache ich diesen Urheberrechtsverletzer ausfindig? Der hat natürlich eine IP-Adresse, die wird ja im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung beim Provider auch erfasst und die Frage ist halt, sollen jetzt die Rechteinhaber auf diese IP-Adresse zugreifen dürfen oder nicht? Da wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die IP-Adresse ja nicht eindeutig eine Person identifiziert, sondern nur einen Computer oder im schlimmsten Fall ein ganzes Netzwerk, wo mehrere Computer dahinter hängen. Und das macht es ja problematisch, den wirklich Schuldigen zu finden. Hingewiesen wurde auch darauf, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ja explizit die Vorratsdatenspeicherung zur Bekämpfung von schwerer Kriminalität und von Terrorismus festlegt und nicht, weil ein paar Songs aus dem Internet runtergeladen wurden. Der Tenor der Rechteinhaber war, naja, sie würden aber schon gerne, weil die Daten sind ja da. Es gibt da eine Spitzfindigkeit und zwar gibt es einen Unterschied zwischen Vorratsdaten im Sinne der Vorratsdatenspeicherung und den Verkehrsdaten. Also der Provider erhebt, welcher User hatte zu welcher Zeit welche IP und speichert das ab und das ist zu Abrechnungszwecken da und auf diese Daten würden die Rechteinhaber gern zugreifen, so habe ich das mitgenommen. Und es gibt eine EuGH-Entscheidung, die besagt, dass das grundsätzlich möglich wäre, wenn man will.
Es wurde auch angesprochen, das Problem der Massenabmahnungen, wie sie in Deutschland stattfinden. Das heißt, Firmen stellen fest, wer in Tauschbörsen Werke illegal anbietet, eben dann über die IP-Adresse den Schuldigen und schicken dann Abmahnungen, was sehr teuer werden kann. Da haben die Urheber in unserer Diskussion gesagt, das stellen sich für Österreich nicht vor, also sie wollen nicht massenhaft abmahnen. Als Gegenmodell zu der Erhebung der Tauschbörsennutzer wurde gebracht das Modell der Takedown-Notices. Und zwar funktioniert das so und angeblich in Großbritannien bei E-Books sehr gut, dass wenn eine Rechtsverletzung gemeldet wird, der jeweilige Anbieter, der jeweilige Serverbetreiber informiert wird und dann von sich aus das File runternimmt. Da hieß es dann in der Diskussion, naja, funktioniert vielleicht in Großbritannien bei E-Books, bei uns, bei der Musik funktioniert es nicht. Und es gibt bei diesen Takedown-Notices eine böse Falle. Die Anekdote ist einfach zu gut, die habe ich mir aufgeschrieben. Microsoft ist selber Opfer von so einem eigenen Takedown-Notice geworden. Die haben nämlich bei Google gemeldet, hier gibt es überall illegale Downloads von der Windows 8 Preview. Und Google hat alles runtergenommen und Microsoft hat aber die eigene Seite auch gemeldet. Und somit war dann kurzzeitig die Microsoft-Seite mit dem offiziellen Download auch weg. Also das sind Stolperfallen, auf die man da wohl aufpassen muss. Die Internet Service Provider haben darauf hingewiesen, dass sie nicht als Sheriffs agieren wollen. Und es wurde auch darauf hingewiesen, dass Menschen, die sich nicht auf dem Netz bewegen, für diese schwierig zu erkennen, welche Angebote sind legal und wo begeben sich jetzt in Gefahr, dass das auch berücksichtigt wird. Ein aus meiner Sicht kurioser Vorschlag kam, dass man Werke eben mit DRM schützen muss, weil wenn etwas nicht geschützt ist, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute glauben, sie können es einfach verbreiten. Da kamen dann aber auch viele Gegenargumente, wie man drängt die Konsumenten in die Illegalität, wenn sie bei Kindle ein Buch kaufen, ist das DRM geschützt und viele Kunden entfernen den DRM-Schutz, um dann für die Zukunft sicher zu sein, falls es Amazon mal nicht mehr gibt, um ihr Buch weiterlesen zu können und streng genommen begeben sie sich damit in die Illegalität. Ein schöner Dialog hat sich entsponnen und zwar hat es geheißen, ja, also von Nutzerseite, wir sind ja sehr gerne bereit für Inhalte zu zahlen, wo die Content-Industrie dann gefragt hat, naja, was möchten Sie denn gerne zahlen? Und da wurde dann halt diskutiert, ja, für entsprechende Rechte wäre man auch bereit zu zahlen, also wenn der Upload legalisiert wird und man seine Werke nutzen kann, würde man gerne auch zahlen. Und da meinte die Industrie dann, ist eh nett, aber Festplattenabgabe 15 Euro bei einer 1 TB Platte, das wäre dann zu wenig und dann müsste man schon über eine Haushaltsabgabe oder eine Content-Abgabe mit monatlichen Pauschalbeträgen reden. Ja, ich glaube, der Konsens war, dass gewerbliche Anbieter sollen natürlich verfolgt werden und der momentane Zustand ist unbefriedigend. Und mit einem Satz möchte ich abschließen, der mir ganz gut gefallen hat. Das Internet ist kein rechtsfreier, sondern ein rechtschaotischer Raum. Und ja, dann hoffen mal alle, dass das vielleicht bald besser wird. Danke. Angeblich gibt es ja auch Ordnung im Chaos, aber schauen wir mal. Vielen Dank auf jeden Fall, Manfred Huber, für diese Zusammenfassung vom Rechtsdurchsetzungsworkshop. Wir kommen gleich zum nächsten spannenden Thema, das ist die Pauschalabgabe. Und von der GAP bitte ich Stefan Niederwieser um den Bericht. Dankeschön. Hallo, ich hoffe, ich habe das in der kurzen Zeit auch einigermaßen ordnen können. Und dass es nur leicht verzerrend ist, nicht grotesk verzerrend, was ich da jetzt von mir geben werde. Nachdem ich ein bisschen auch von der Zeit überrascht worden bin im Forum, komme ich vielleicht noch je nach Zeit zu eigenen Überlegungen kurzen. Es wurde bei uns am Anfang vor allem die Kultur-Flatrate vorgestellt, beziehungsweise auch Breitbandabgabe oder Content-Flatrate, so wie sie der Sebastian Bauer in seiner Diplomarbeit skizziert hat. Es würde dabei um eine monatliche Einhebung von Internetprovidern geben. Die Ausschüttung erfolgt nutzungsgerecht, das heißt pro Stream, pro Download oder Länge, das wäre auszudefinieren.
Den großen Vorteil, den er darin sieht, wäre die Legalisierung von File-Sharing. Also man erlaubt etwas, was derzeit nicht verhindert werden kann. Man bekommt dadurch die Musik aus dem Sumpf von Pornos und illegalem Pharmahandel raus. Es wäre eine Absage ins Admin-Wesen und der Nutzer hat Rechtssicherheit. Außerdem könnten die Leistungen der sogenannten Prosumer dadurch auch vergütet werden. Dafür bräuchte es eine zentrale Datenbank, die bei einer Verwertungsgesellschaft wahrscheinlich liegen müsste. Die Rechteinhaber laden dort ihr Material hoch, registrieren es, daraus wird ein ID-Profil generiert, das kann ein Fingerprint oder ein Watermark sein. Und aus der Häufigkeit der Downloads oder Streams ergibt sich dann eben die Ausschüttung. Der interessante Punkt oder ein springender Punkt war natürlich die Höhe. Wie viel müsste dafür bei einem Internet Service Provider dafür abgeführt werden? Und der Herr Bauer hat dafür eine Höhe von 1,10 Euro berechnet monatlich pro Internetzugang. Das heißt, für ein mobiles Handy und einen Breitbandzugang wären es natürlich dann 2,20 Euro. Es wurde dann im Nachhinein angemerkt, dass die Einhebung bei den ISPs natürlich sehr viel einfacher ist als bei den Händlern. Die Einnahmen sind regelmäßiger und planbarer. Es wurde dann auch kritisch angemerkt, dass bei diesen 1,10 Euro in der Berechnungsgrundlage die Kosten dafür, diesen Service zur Verfügung zu stellen, noch nicht eingerechnet worden sind. Also quasi kritisch angemerkt, davon würden nur 80 Cent davon übrig bleiben. Generell hat es im Forum einen starken Wunsch nach Abgrenzung davon, was dort legalisiert werden würde, gegeben. Ist damit ein Upload gemeint, ein Download, Bearbeitung, welches Rechtevolumen ist also damit gemeint? Denn für den Download reicht das Recht auf Vervielfältigung, für den Upload ist das Recht auf Zurverfügungstellung ebenso nötig und das kann nur auf europäischer Ebene eingeräumt werden. Es ist dann noch kritisch angemerkt worden, dass es für sogenannte One-Click-Hoster eine Vervielfältigungsvorlage brauchen würde. Das ist die Berner Übereinkunft genannt worden. Da war aber nicht ganz klar, ob das jetzt irgendwie widerlegt werden kann oder nicht. Der Herr Zingel hat sich irgendwie als Moderator sehr zurückgehalten, weil er sich ja schon positioniert hat in dieser Frage, hat aber am Ende gemeint, diese Abgrenzungen stehen eindeutig im Papier der Grünen drinnen. Die Grünen hätten gerne, sie brauchen einen Upload auch. Dann für welche Bereiche wird diese Kulturflatrate gelten? Es hat da gewisse Unsicherheiten gegeben, ob man von einem Urheberrecht redet oder von mehreren Urheberrechten. Das war im Forum nicht ganz klar. Es war zum Beispiel die Rede davon, dass die Wissenschaft eigentlich, für die Wissenschaft reicht Creative Commons, für andere Bereiche, Software oder auch Wissenschaft, sind die Arbeitsmethoden zu kollaborativ, zu anders geartet. Es gibt sozusagen nicht den einen Urheber. Ein Punkt war natürlich, wie wird ausgeschüttet? Wie wird dieses große Geld, dieser große Topf, diese 1,10 Euro pro Monat, wie kommt er dann irgendwie bei den Urhebern an? Eine Frage war zum Beispiel, was bekommt Jack Johnson davon? Man weiß heutzutage, was die Festplattenabgabe ihm bringen würde, aber für Urheber wäre es besorgniserregend, dass nicht klar ist, wie viel die Urheber wirklich davon bekommen. Für die Urheberrechtsgesellschaften wird dadurch vielleicht schwieriger, mit wem er verhandelt, wer legt die Tarife fest, welche Schlüssel stehen dahinter. Es hat deutliche Stimmen für eine Verteilungsklarheit gegeben, nur war es irgendwie nicht klar, wie man zu der kommt. Dann ist noch kritisch angemerkt worden, dass ein Download oder ein Stream noch nichts über die Qualität heißt. Man sollte irgendwie vielleicht Modelle ermöglichen, wo man dieses Geld zweckwidmen kann. Und kritisch wurde auch noch angemerkt, was ist denn das für ein System, wo das hineingehen soll? Kassiert dann wieder der SKE-Fonds quasi das Geld, mit dem ein paar wenige große Künstler finanziert werden? Wie ist der Schlüssel? Die aktuellen Verwertungsgesellschaften in ihrer Form, wie sie derzeit sich darstellen, sollten das nicht sein, die diese für Schlüssel bestimmen. Es wurde dann noch Sorge um die kommerziellen Streaming-Anbieter geäußert, das heißt Deezer, Spotify, Simfy, aber es ist auch denkbar, dass es natürlich irgendwie auf Film und diverse andere Streaming-Dienste ausweitbar ist.
Würde nämlich ein solches Modell, eine staatliche Kulturflatrate, das quasi den Wettbewerb ausschalten, und wäre es dann dafür noch bereit, wenn man für 1,10 Euro die gesamte Musik haben kann, sozusagen 10 Euro für Spotify zu zahlen? Es wurde zum Beispiel eingeworfen, dass diese Diskussion um die Kulturflatrate nicht neu ist. Die Kulturflatrate ist allerdings nirgends eingeführt worden und sie killt Spotify, das in Schweden dafür gesorgt hat, zum Beispiel, dass erstmals wieder zweistellige Zuwachsraten gegeben hat. Es wurde da von der beinahe kommunistisch anmutenden Kulturflatrate geredet und dass sie in Dänemark nur zu Stagnation geführt hat. Wobei auch wiederum seine Gegenstimme zumindest gegeben hat, dass die Kulturflatrate solche kommerziellen Angebote nicht unbedingt kaputt machen müsste. Ich schilder das jetzt nur so. Und zu guter Letzt war natürlich auch noch die Festplattenabgabe ein Thema. Wie man sich irgendwie unschwer vorstellen kann, ist dieser Wunsch vor allem von den diversen Verwertungsgesellschaften ganz stark gekommen danach, nach dieser Festplattenabgabe, weil die Ausschüttung ja eigentlich super funktionieren würde, weil sie vernünftig und treffsicher ist und weil es für die Flatrate eine internationale Lösung brauchen würde. Andere Gründe für die Festplattenabgabe wären danach, dass das in guten Zeiten bis zu 10% der Einnahmen des Künstlers ausmachen kann. Für bildende Künstler stellt sich die Sache noch dramatischer dar, so wurde es zumindest geschildert. Die haben jeden Cent nötig. Und wenn der große Wurf für das gesamte Urheberrecht fehlt, dann nimmt man doch bitte zuerst mal jetzt diese Festplattenabgabe. So. Das war jetzt mal so, ich habe versucht, die verschiedenen Positionen irgendwie darzustellen. Und zwei Punkte, die ich jetzt noch irgendwie selber einbringen möchte, sind folgende, was ich heute, zwei Dinge, die ich nicht ganz verstanden habe, die mit Spielregeln zu tun haben. Es geht bei diesem ganzen Ding immer um die User. Und zumindest in den beiden Foren, in denen ich gesessen bin, sitzen da nur zum Drittel Verwertungsgesellschaften drinnen, die hauptsächlich die Rechte Verwerter sozusagen widerspiegeln. Es wird oft von Transparenz geredet, jeder fordert sie, jeder will sie und doch gibt es sie irgendwie nicht. So ist zumindest das Feedback, das ich von Künstlern und Labels und so weiter bekommen habe. Diese Künstler und Labels stehen übrigens deswegen auch der Kulturflatrate skeptisch gegenüber, weil diese Ausschüttung zu intransparent wäre. Und die andere Sache, Radio. Mir kommt vor, es ist noch nicht zu Genüge verstanden worden, was dieses Internet mit unserem Konsumverhalten, Kulturkonsum macht. So wie sich das derzeit darstellt, kann man gerne irgendwie dann diskutieren, ist das Internet mehr wie eine Innovation wie ein Radio. Die Sender werden potenziell unendlich. Es ist illusorisch zu glauben, dass das Internet wie ein Shop funktionieren würde. Und insofern gilt es zumindest, wieder auf die Spielregeln zurückzukommen, diesen freien Markt, der dort herrscht, unter quasi den verschiedenen Streaming-Anbietern, zu kontrollieren, beziehungsweise ihn zu ermöglichen, dass dieser freie Markt auch wirklich als solcher funktioniert, nach gemeinsamen Spielregeln. Weil Spotify, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, Spotify, die von Majors irgendwie bevorzugte Lösung, zumindest im Musikbereich, daran hält die Major-Industrie wesentlich Anteile. Die bekommen auch mehr Anteile an den Geldern, die dort ausgeschüttet werden. Und bei all diesen Dingen wird natürlich auch, also es wird ganz oft von Künstlern und Labels dabei moniert, dass bei den Künstlern selber viel zu wenig ankommt. Und um die sorgen sich doch irgendwie alle. Das ist doch der Grund, warum wir immer hier diskutieren. Die Künstler, was wird aus den Künstlern? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Stefan Niederwieser. Im dritten Workshop ging es um ein Urhebervertragsrecht und der frühere Plattenlabel-Chef und jetziger Bezirks
Bezirksvorsteher, Stellvertreter, so, das muss ich mal rausbringen. Alexander Spritzendorfer wird uns berichten. Bitte. Ja, ich war bei der Arbeitsgruppe zum Urhebervertragsrecht, moderiert von der Juliane Alton. Und im Mittelpunkt der Diskussion an diesem Tisch stand zweifellos sozusagen die Suche und die Frage nach einer ausgewogenen Balance, nach einem Gleichgewicht der Vergütungsansprüche zwischen Urheberinnen, Autorinnen, Produzentinnen und Nutzerinnen. Es gab bei uns am Tisch schon eine Vielzahl an Wortmeldungen, aus denen klar hervorging, dass eine Mehrheit der Diskutantinnen hier eine gewisse Benachteiligung von Urheberinnen und Autorinnen wahrgenommen haben. Es ist mehrfach der Satz gefallen, dass die Interessen von Urheberinnen hier nicht ausreichend gehört werden und es deswegen eine bessere gesetzliche Grundlage notwendig wäre, um diesen Ausgleich zu gewährleisten. Konsens war das nicht. Es gab sehr wohl auch Stimmen in unserer Diskussionsrunde, die meinten, dass der Status quo, so wie er geregelt ist, durchaus zufriedenstellend sei. Mein Eindruck war, dass eine Mehrheit an unserem Tisch das aber anders gesehen hat, aber darüber gab es sozusagen keinen eindeutigen Konsens. Bezug genommen wurde auch mehrfach auf die Regelung des Urhebervertragsrechts in Deutschland, beziehungsweise auf das Stärkungsgesetz in Deutschland aus dem Jahr 2002. Es ist immer wieder doch als positives Beispiel erwähnt worden, dass sich dadurch die Position der Schwächeren am Verhandlungstisch durchaus gebessert habe, wenn auch nicht alle Erwartungen hier erfüllt worden seien. Und diesbezüglich wurde auch mehrfach verwiesen auf eine aktuelle Studie von Till Kreuzer unter dem Titel Urhebervertragsrecht in Österreich. Diese Studie hat sich damit befasst, die Situation in Deutschland zu analysieren, Stärken und Schwächen aus diesen Erfahrungen aus 10 Jahren Urhebervertragsrecht in Deutschland für eine potenzielle Adaptierung in Österreich zu evaluieren. Also diese Studie von Till Kreuzer, Urhebervertragsrecht in Österreich, ist hier mehrfach genannt worden. Es wurde auch mehrfach Bezug genommen auf einen Entschließungsantrag vom Wolfgang Zingel aus dem Grünen Club aus dem Jahr 2011, in dem sozusagen punktuell bereits Vorschläge für eine Modernisierung, Verbesserung dieses Urhebervertragsrechts gemacht wurden. Und mein Eindruck war, dass es eine hohe Zustimmung zu diesem formulierten Entschließungsantrag gab, in diese Richtung zumindest weiterzuarbeiten. Es gab durchaus auch Kritik an Plattformen, die Urheberinnen vertreten, was, und das wird dann sozusagen eh noch ein kleiner Punkt, was jetzt die mögliche Veränderung dieser Cessio Legis in einem Entwurf betrifft, der offensichtlich vorliegt. Ich würde fast sagen, hier gab es einen kleinen Aufschrei, man möge sich doch auch mit diesem Thema intensiver beschäftigen, weil durch ein EuGH-Urteil ist ja, das war dann auch eine eigene Diskussion, es gab den Satz, die Cessio Legis ist tot. Diesem Satz wurde massiv widersprochen, dass dem nicht so sei, aber seitens der Urheberinnen gab es also geradezu einen Aufruf, einen Aufschrei bei uns am Tisch, sich eben die derzeitige oder sozusagen das, was hier in diesem Entwurf drinnen steht, wäre schlimmer als das, was wir bisher hätten, und ich habe das auch durchaus als Aufforderung an die Politik verstanden, hier aktiv zu werden und eventuell auch die Notbremse zu ziehen, was diese möglichen Veränderungen bei der Cessio Legis, wo es eine große Mehrheit dafür gab, dass diese pauschale Rechteeinräumung an Produzenten veraltet ist. Es gab eben das Schlagwort, die Cessio Legis sei tot, auch mit dem entsprechenden Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Das wurde nicht von allen so gesehen, weil auch diese Rechtsprechung des EuGH nur den Hauptregisseur betreffe und nicht alle anderen. Also da gab es Dissens bei unserem Tisch, wie das rechtlich zu beurteilen sei.
Aber es hat schon auch eine ziemlich deutliche, unwidersprochene Interpretation gegeben, dass sozusagen ein modernes, zeitgemäßes Urhebervertragsrecht ganz klar am politischen Willen in Österreich scheitert und dass es trotzdem wichtig sei, sich dafür einzusetzen für eine Modernisierung, weil nur ein starkes Urhebervertragsrecht auch die Schwächsten am Tisch, in dem Fall die Urheberinnen und Autorinnen, stärkt. Es gab durchaus auch warnende Stimmungen, die Erwartungshaltungen an ein neues Urhebervertragsrecht nicht zu hoch zu stecken und damit verbunden auch den Vorschlag, die Idee eines Systemwandels, sozusagen die Urheberinnen hier ins Zentrum des Interesses zu stellen und die Position von Verlegern und des Handels zu schwächen, weil dort bereits jetzt 95% der Wertschöpfungskette zurückbliebe und sozusagen die Idee hier überhaupt zu einem Systemwechsel zu kommen, verbunden auch mit der Frage, warum denn diese Handelsspannen immer höher würden, obwohl ja offensichtlich auch Vertriebskosten, moderne Vertriebskosten auch immer günstiger werden könnten. Also dieser Entwurf zur Reparatur der Cessio Legis, um das noch einmal ganz kurz anzusprechen, sei nicht im Sinne der Urheberinnen, hier ist auch das Wort gefallen, Speed Kills. Ein Punkt, der auch erwähnt wurde, dass sozusagen eine zunehmende Produktionsform oder eine immer dominanter werdende Produktionsform auch die Form des Zitierens ist, das heißt sozusagen immer öfter Produzenten sich auch mit Mashups, mit diesen Zitatformen befassen, gleichzeitig aber dann Schad- und Klaglos-Haltungen bei der Rechteeinräumung unterschreiben sollen, dass es hier einen gewissen Widerspruch oder ein Problemfeld gibt, wurde erwähnt und angesprochen. Und das, damit ende ich jetzt einmal meine Zusammenschrift und ich hoffe, dass ich aus diesem Tisch nichts Wichtiges vergessen habe und wenn ja, bitte ich noch um Ergänzung. Dankeschön. Ja, danke Alexander für diesen Bericht. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit haben wir nicht so viel Zeit für Diskussion wie heute Vormittag, aber immerhin eine Viertelstunde. Also wer jetzt unbedingt noch ein Redebedürfnis hat, ja, bitte sehr. Der Alexander Rach, bitte. Dankeschön, Alexander Rach, Komponist und Songwriter. Ich würde gerne eine ergänzende Information geben zu dem Bericht über das Thema Kulturflatrate. Die Studie über rechtliche und ökonomische Machbarkeit in der Kulturflatrate, ein Gutachten erstellt im Auftrag der deutschen Bündnis 90 Die Grünen, ist erst letzte Woche rausgekommen. Da wird die Kulturflatrate kalkuliert auf eine Art und Weise, wie es quasi die Antwort eines Unternehmensberaters sein könnte, und zwar, was kostet sie? Die Antwort ist je nachdem. Nach verschiedenen Modellen kommt raus im Monat zwischen 6,90 Euro und 90 Euro. Also auf der Höhe ist quasi das internationale Modell anzusetzen. Das ist, mag vielleicht auch ein Grund dafür sein, dass... Also ich habe es am Wochenende gelesen, da steht, glaube ich, 6,90 Euro. Ja. Aber 90 Euro ist, glaube ich, das Maximum. Und das mag ein Grund dafür sein, dass viele Leute in Deutschland auch davon sprechen, wie wir auch schon gehört haben, dass das irgendwie den Abkehr von der Idee der Kulturflatrate einläutet. Und ich möchte mich ganz kurz fassen, deswegen habe ich noch eine kurze Frage. Und zwar an das Papier, beziehungsweise an den Herrn Zingel als Autor des Papiers Grüne Überlegungen zum Urheberrecht. Wir haben ja jetzt gehört aus der ersten Gruppe, dass es in Österreich keine Auskunftspflicht gibt. Jetzt schreiben Sie, dass es zu einem schwunghaften Abmahngeschäft kommt. Wie können dann Leute abgemahnt werden in Österreich, die gar nicht ermittelt werden können? Oder müssen wir davon ausgehen, dass wir hier eigentlich ein Bild zeichnen, das nicht in Österreich, sondern nur in Deutschland wirklich Realität ist? Der Wolfgang Zingel wird dann ein Schlussstatement machen. Willst du jetzt gleich reagieren? Okay.
das war ja ein Szenario, wie es kommen könnte. Ja, also es ist sozusagen im Sinne einer restriktiven Gesetzgebung, wie sie ja auch immer wieder geplant wird, war das so gedacht. Naja, ich glaube schon. So, Andreas Krisch, bitte. Dankeschön. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, der mir in der Zusammenfassung der Rechtsdurchsetzungspanels ein bisschen zu kurz gekommen ist, und zwar, es waren so viele Punkte, das ist überhaupt kein Problem, und zwar, es hat nach meinem Eindruck relativ viel Einigkeit darüber geherrscht, dass es nicht darum geht, den einzelnen Downloader im Kinderzimmer sozusagen zu verfolgen, sondern die gewerblichen Urheberrechtsverletzer, und dabei ist ein wesentlicher Punkt, wie man diese Verfolgung anders gestalten kann, als durch die pauschale Überwachung sämtlicher Internetnutzer gewesen, durch einfach den Zahlungsströmen zu folgen. Weil die kommerzielle Ausbeutung von urheberrechtlich geschützten Dingen illegalerweise ja unbedingt einen Zahlungsstrom erfordert, weil sonst wäre es ja nicht kommerziell. Und wenn man dem Geldstrom folgt, erspart man sich sozusagen die generelle Überwachung der Internetnutzer. Und das wäre ein Aspekt, der alternativer Lösungsansatz für den Bereich ist, der weit weniger in Grundrechte eingreift, als wenn man pauschal speichern würde, wer jetzt auf welche Inhalte zugreift oder wann welche IP-Adresse hätte. Danke. So, jetzt das Mikrofon bitte einmal nach hinten, eine Reihe weiter hinten, genau, Dankeschön. Christoph Scholl, Research Institute, Zentrum für digitale Menschenrechte. Noch eine Ergänzung zur Rechtsdurchsetzung und zu der konkreten Frage, wie sieht es aus mit dem Auskunftsanspruch? Ja? Das ist ja erst seit kurzem so, das ist erst seit die TKG-Novelle anlässlich der Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten ist, äußert sich oder ist definitiv klar, dass momentan diese Auskunftsansprüche im Urheberrecht auch bei Gewerbsmäßigen ins Leere gehen, weil es eben nur ein Privatanklagedelikt ist. Soweit so gut, das haben wir gehört. Es gab den Versuch, rechtspolitisch in den letzten Jahren im Zuge dieser Novellierung und der Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung, dass man eine generelle Norm zum Auskunft über vor allem eben IP-Adressen, Zugangsdaten zum Schutz von zivilrechtlichen Ansprüchen einführt. Geknüpft zwar an einen Richtervorbehalt, aber nicht nur beschränkt aufs Urheberrecht. Und da ist vielleicht ein Punkt, den man nicht vergessen sollte, was das dann bedeutet, weil das ist ein Dammbruch. Was das Abmahnwesen betrifft, wenn die Urheberrechtsindustrie zum Beispiel sagt, na, wir wollen eh nicht große Abmahnwellen machen, dann hat die darauf keinen Einfluss, weil an einer Nebenfront komplementäre Baustelle sozusagen, wo es ums E-Commerce-Recht geht, wo es um die Frage geht, ab wann muss ich eigentlich Lizenzentgelt zahlen für die Nutzung von irgendeinem Online-Dienst oder so, sind natürlich diese IP-Adressen genauso offen dann. Ist schwer zu rechtfertigen, warum im einen Fall die offen sein sollen, im anderen nicht. Und auf der Ebene, da passiert die große Abmahnwelle viel, viel stärker noch als im eigentlichen Urheberrecht. Und diesen Dammbruch, den sollte man sich durchdenken, auch was es bedeutet, wenn im Scheidungsverfahren und wo auch immer ständig solche Daten auch beauskunftet werden. Danke. Ja, bitte sehr. Dankeschön, ich mache es ganz kurz. Der Namenszahl, ich gebe es zu. Walter, ich mache es ganz kurz. Ich glaube, es war sehr sinnvoll, dass die Veranstaltung in mehreren Foren stattgefunden hat. Gleichzeitig ist es natürlich ein Nachteil, weil die Interaktivität fehlt. Und das wollte ich zur Rechtsdurchsetzung und zur eventuellen Pauschalabgabe nur darauf hinweisen. Die Rechtsdurchsetzung geht davon aus, dass Rechtsverletzungen, wie sie im Internet passieren, anbieten, Uploads, verfolgt werden können sollen. Und das ist auch grundrechtlich gesichert. Es gibt auch den verfassungsrechtlichen Schutz des geistigen Eigentums, was immer man genau darunter versteht. Das ist natürlich fair abzugrenzen gegenüber Datenschutz etc. etc. Aber es kann sicherlich, wenn man von dieser Warte ausgeht, nicht darauf hinauslaufen, dass die Rechtsverfolgung im Internet nicht möglich ist. Das ist aber die derzeitige Situation und nicht erst seit der Novellierung des TKG, sondern seit vielen Jahren. Und das ist sicherlich kein Zustand, der weiter aufrechterhalten werden kann. Eine kleine Zwischenbemerkung muss ich doch noch sagen. Ein zusätzliches Problem kommt dazu und das leitet dann über zu einer eventuellen Pauschalabgabe. Die gewerblichen Uploader, um die geht es nicht, es geht um die privaten Massen-Uploader. Ist ja jeder Private, der 5000 CDs uploadet, ist überhaupt nicht gewerblich, er bekommt auch überhaupt nichts dafür. Er verdient damit überhaupt nichts. Es sind die privaten Massenrechtsverletzer,
die entweder verfolgt werden können müssen, dann muss man das Rechtssystem darauf einrichten, oder man muss den anderen Weg gehen und sagen, gut, gewisse Dinge erlaube ich halt und versuche es finanziell irgendwie anders abzugelten. Aber das ist eine Interrelation, die man einfach herstellen muss. Und zur Pauschalabgabe, das ist eine Grundsatzentscheidung. Will ich eben, dass wirklich alles freigehen? Wie hoch immer die Pauschalabgabe sein könnte, wenn es zu einer kommen sollte, jetzt 1,10 Euro oder 90 oder 380 im Monat, funktioniert das System der Produktion dann noch? Wenn jede CD am nächsten Tag, nachdem sie erschienen ist, abgeladen wird und mit einer Pauschalabgabe abgegolten wird. Um nur das eine Beispiel. Das muss man sich einfach überlegen und abgrenzen. Und man müsste dann daher mehr ins Detail gehen in dieser Diskussion. Danke. Vielen Dank. Bitte sehr. Einfach aufstehen, bitte, dann findet der Mann uns mit dem Mikrofon Sie auch leichter. Dankeschön. Der Mann mit dem Mikrofon, ja. Peter Burgerthofer. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass in dem Forum zur Pauschalabgütung offensichtlich niemand den Chaos Computer Club Vorschlag der Kulturwertmark eingebracht hat. Das ist so eine Art Pauschalabgabe 2.0, würde diskutiert, höre ich. Ja, weil es in der Zusammenfassung gar nicht erwähnt ist. Darum wollte ich das nur allen ans Herz legen, schauen sich das an. Viele der Probleme, die hier angemerkt wurden von so einer Pauschalabgabe, sind in dieser Kulturwertmark einfach anders durchdacht und finde ich zum Teil sehr gut gelöst. Und vielleicht wäre das ein besserer Ausgangspunkt für die weitere Diskussion. Walter Gröbchen, bitte. Kann man verfolgen, die Kulturwertmark, interessante Ansätze, aber ich plädiere dafür, auch als Labelbetreiber, dass wir vielleicht bis dahin üben und die Leerkassettenabgabe, die zu einer Festplattenabgabe gewandelt werden könnte, ganz pragmatisch, wäre ein gutes Übungsterrain, nämlich auch für die Verteilung von Geldern. Und ich würde dafür plädieren, das sozusagen pragmatisch weiterzuführen und der Jetztzeit anzupassen. Die Festplatte verschwindet nicht in den nächsten Jahren, wie einige hier behaupten, durch die Wolke oder was immer, sondern die Festplattenkapazitäten werden größer. Was aber auch größer werden sollte, und das würde ich zwingend damit verknüpfen, ist die Transparenz der Verwertungsgesellschaften. Danke, Walter Gröbchen. Ich sehe keine weiteren, doch. Hätte mich gewundert, Herr Ruiz. Also so zwingend war es ja nicht, aber nachdem es ja aufgeteilt worden ist in drei Arbeitskreise, Vormittag und Nachmittag, und niemand von uns bei allen drei Arbeitskreisen sein konnte und alle drei ganz spannende Ansätze hatten und auch spannende Diskussionsverläufe, ist es mir wichtig zu sagen, dass es natürlich in der Frage der Urhebervertragsrechte, in der wir ja auch selber schon lang beschäftigt sind, sehr, sehr wichtig ist von unserer Warte aus, von der IG Autorinnen und Autoren aus, über die Gesamtvertragsfähigkeit nachzudenken. Weil letztlich geht es ja, egal ob die Urhebervertragsrechtsfrage oder andere Fragen, Leerkassettenvergütung, Festplattenabgabe, immer um die Frage, wer bekommt was. Ja? Also wer zahlt wofür und wer bekommt was. Nicht? Und das ist genauso in der Frage halt der Verhandlungspositionen der Fall. Also mir helfen keine, sage ich einmal, Urhebervertragsrechtsregelungen, die singulär wo festgeschrieben sind, wenn es keine klaren Verhandlungspartner und Verhandlungspositionen gibt. Also eine Gesamtvertragsfähigkeit würde heißen, es sind Verhandlungspartner festgeschrieben, die zwingend miteinander auch in Gespräche und in Verhandlungen eintreten müssen. Wir haben das in Deutschland, da funktioniert es ja deshalb so wunderbar, nicht weil es so viele Urhebervertragsrechte gibt, sondern weil es ganz eindeutig Verhandlungspartner gibt. In dem Fall ist es halt die Gewerkschaft, die halt mit den Unternehmern verhandeln kann über nämlich Gesamtverträge und über Tarife. Und so etwas sozusagen als Voraussetzung würde auch zielführend und sinnvoll sein. Wenn man das nur sozusagen punktuell hat mit einzelnen Festlegungen, werden wir auch da nicht sehr viel weiterkommen. Unabhängig jetzt davon, was wir heute Cessio Legis debattieren, im Übrigen, das ist keine neue Debatte, die wird schon lang diskutiert und ich weiß noch nicht sozusagen, worüber diskutiert wird, weil wir sind eigentlich nicht involviert in die Debatten, also wir von der IG, von unserer IG. Wir kennen nicht den Entwurf, der hier diskutiert wird, den kennen wir nicht, aber andere kennen ihn offenbar, aber ich kenne ihn nicht, also ich habe ihn nicht bekommen. Und ich weiß nur, das Arbeitspapier, das zur Disposition stand, das sollte unter den beteiligten Filmschaffenden und Filmproduzenten weiter diskutiert werden. Wie der jetzige Stand ist, wäre ich nicht unfroh, wenn ich ihn zugeschickt bekäme. Also dann wüsste ich vielleicht, was da drinnen steht, aber so weiß ich es halt nicht. Vielen Dank. Es gibt noch eine. Bitte. Vielen Dank, Medvenic, Musikwirtschaft. Erlauben Sie mir, dass ich ein ausschließlich wirtschaftliches Argument an den Schluss dieser politischen Diskussion stelle.
Die Festplattenabgabe macht nach seriöser Berechnung ungefähr 15 Millionen Euro im Jahr aus. Und ich verstehe nicht, warum man dagegen opponiert, aber gleichzeitig eine Kulturflatrate erfordert, die nach meiner Einschätzung sicherlich über 100 Millionen Euro dann im Jahr ausmacht. Ich glaube, dass diese Größenordnung, und sie wäre immer noch zu wenig, wenn man bedenkt, dass es ja dann für alles ist. Also für jeden User, für jede Art von urheberrechtlich geschützten Inhalt, von der Musik über den Film, über den Text, über die Fotografie, alles. Ja. Was ist der Preis für alles? Sie werden ihn, glaube ich, kaum wirklich finden können. Ich glaube, dass dem sozusagen in der Akzeptanz der Bevölkerung auch Grenzen gesetzt sind. Wenn man sich anschaut, wenn der ORF eine Pauschalgebühr um einen Euro oder sowas erhöhen möchte, dann bricht sozusagen ein großer, fast ein Chaos aus. Jetzt wird diskutiert über eine neue Haushaltsabgabe, da wollen die Zeitungen dann auch was davon, da wird die Filmförderung dann auch was davon. Und wenn man parallel dazu sagt, so jetzt kommt also noch die große Kulturflatrate mit einem Preis für alle Inhalte im Internet, ich glaube, dass das sozusagen einfach zu viel an Pauschal ist. Und daher glaube ich, dass Pauschallösungen gut sind, aber es gibt ja auch lizenzierte Pauschalrechte-Angebote im Bereich der Musik, lassen wir Spotify weg, es gibt ja auch diese und es gibt Rara und es gibt Schuk und es gibt andere, es wird auch mehr entstehen. Also ich glaube, dass das die besseren Modelle sind, weil dann der Konsument auch frei wählen kann. Ne? Wenn er es haben will, dann bestellt er sich das und nimmt dieses Abo, und wenn er es nicht haben will, dann nimmt er es eben nicht. Also das ist die Flatrate auf freiwilliger Basis. Vielen Dank. Dann würde ich Wolfgang Zingel für ein abschließendes Statement bitten und bedanke mich mal bei Ihnen ganz herzlich. Ja, zuerst einmal in fast eigener Sache zum Thema Flatrate. Herr Professor Walter, die Alternative ist, dass es so bleibt wie jetzt. Ja? Und das heißt, dass sehr wohl auch alles abgelodet wird, nur dass niemand was hat davon. Ja? Also ja, bei der Flatrate wäre es immerhin so, dass alles abgelodet wird, aber es hat jemand was davon. Und zwar gar nicht so wenig, wie der Kollege Medvenic zu Recht festgestellt hat. Und ich drehe das Argument um. Wie kann man für die Festplattenabgabe sein, die relativ wenig bringt, wenn etwas anderes mehr bringen würde? Wir wollen doch die Künstler und Künstlerinnen, die Urheber und Urheberinnen, die Verwerter, die Rechteinhaber unterstützen, oder? Also das heißt, müsste das größere Modell. Und das zweite Argument von Ihnen, wir haben eh schon die Abgabe im Zusammenhang mit der GIS, also die Gebührenabgabe des ORF. Naja, wozu braucht man denn dann eine Festplattenabgabe? Ist doch genau das gleiche Argument, das Sie da gebracht haben. Also in unserem Modell wäre ja im größeren Sinne einer Haushaltsabgabe möglichst viel drinnen. Und zwar aus folgendem Grund: Es würde relativ wenig Schmerzen bereiten, wenn da gleich die Erhöhungen zustande kommen. Und man könnte eventuell einige der Beträge, die in der Haushaltsabgabe dann eigentlich normalerweise ORF-Gebühren wären, umwidmen in Richtung Flatrate, also Breitbandabgabe, weil wir wissen jetzt schon, dass sehr viele dieser Gelder in Töpfe fließen und Ausgaben bewirken, die in den Ländern mit Kultur und mit Politik, also im weitesten Sinne natürlich mit Politik, aber mit sozusagen den ursprünglichen Kernaufgaben des ORF überhaupt nichts zu tun haben. Und daher könnte man sich mal überlegen, ob man da nicht sozusagen zwei Fliegen auf einen Streich erledigt, aber das hat mit Föderalismus zu tun und steht auf einem anderen Papier. Ich lasse jetzt sozusagen die Diskussion zur Flatrate hier bleiben. Insgesamt muss ich sagen, hat mir diese ganze Veranstaltung sehr, sehr gut gefallen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so präzise ablaufen wird und dass es so eine disziplinierte und meiner Meinung nach auch sehr hochintelligente Diskussionsrunde oder Diskussionsrunden wird. Das Einzige, oder es gibt zwei Dinge, die ich bedauere. Das Erste ist, dass wir nicht weitermachen können. Ja, also das heißt nicht für heute, aber so in Klausur wäre es ganz gut, nach dem Abendessen noch einmal und dann morgen noch einmal und am dritten Tag noch einmal. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere auch im Sinne von Abspecken und Verhandlungsannäherung zustande kommen könnte. Das geht leider nicht. Und das Zweite, was ich bedauere, ist das, was Sie auch gesagt haben, Herr Walter, wir haben diese Gruppenaufteilungen gehabt und ich wäre gerne in jeder Gruppe gesessen. Wir haben das zusammengeschrieben, wir werden versuchen, eine Art Dokumentation daraus zu entwickeln. Ich würde mir wünschen, erhoffen, Sie bitten, vielleicht, schauen wir mal, in einem Jahr sowas zu wiederholen, ist dann vielleicht keine
parlamentarische Enquete, weil sonst wird es fad, aber in irgendeinem ähnlichen Rahmen können wir das vielleicht wiederholen und dann sind wir schon gescheitert, dann gibt es ja andere Regierungskonstellationen, dann wissen wir, wie wir es anders diplomatisch anlegen können und müssen. Und zum Thema noch einmal abschließend, Flatrate, nur die Tatsache, dass die EU mit ihren Richtlinien dagegen ist, das heißt noch lange nicht, dass man sowas nicht sich wünschen darf und auch einbringen darf, weil in keinem Zusammenhang, auch für die, die da schmunzeln, in keinem Zusammenhang mit Tobin-Steuern, Transaktionssteuern sagen, vor 2 Jahren hätte das auch niemand gedacht, dass das kommt und es ist relativ schnell gekommen. Auch solche Dinge passieren in einer großen Vereinigung wie der EU. Danke. Danke nochmal fürs Kommen.